Warum sitzen wir nochmal ausgerechnet auf dem Mars mit Wartungsaufgaben fest? Ja, moin und herzlich willkommen. Als ob irgendjemand unseren Hinterhof angreifen würde. Diesmal beim Spiel X4. Ich habe jetzt einfach mal ein neues Spiel gestartet und zwar geht es hierbei um ein Neustart als Terraner. Ist in Ordnung. Überprüfen Sie den Satelliten dort drüben. Ich gehe einfach darüber. Leerer Raum. Das machen wir jetzt einfach mal. Starten jetzt einfach mal hier voll durch und werden wir mal versuchen, uns hier ein kleines Imperium aufzubauen. Wir sind schon 3 Monate aus der Kadettenschule raus. Sie speisen uns immer noch mit Hauswirtschaftsjobs ab. Wir sollten mit der Intervention da draußen sein und das Universum retten. Opa, ihr gesaust. Warten Sie, der da fehlt? Warum ist er... Das Missionskommando sagt, es soll einfach ein neuer bereitgestellt werden. Siehst du, es ist ihnen egal. Machen wir das doch mal. Einmal neuer. Als würden sie uns absichtlich vom Kampf fernhalten. Geschulte Piloten gehören zu den entschlossensten Ressourcen des terranischen Protektorats. Terranische Asse sind dafür bekannt, ganze Staffeln von Feinden durch überlegene Manöver zu dezimieren. Sie hingegen haben keine dieser Qualitäten. Na sowas. Danke, Nelly. Die Diagnose dauert bei diesem ein wenig lang. Sie können weiter. Ich werde Sie einholen. Ich schätze, wir sollen diesen nutzlosen Blechbüchsen unsere überlegenen Manöver vorführen. Rückmeldung weitergeleitet. Typisch. Autopilot ausgeschaltet. Beschädigt. Sie müssen aus Ihrem Schiff raus und es manuell reparieren. Dann machen wir das einmal. Kokri. Das war, glaube ich, hier, ja. Ja, das ist kompletter Müll und es sieht aus, als wäre es so gewesen seit... 30 Erdtage, 22 Erdstunden, 9. Verdammt! Zeigt nur, dass sich niemand um diesen Ort kümmert. Kokri. Undock-Erlaubnis erteilt. Mayday, Mayday! Kritischer Triebwerksschaden im Mars-Sektor. Botaniklub. Manövrierunfähig in der Leere. Ich wiederhole. Ein Notsignal. Missionskommando, wir haben ein ziviles Schiff, das vom Randgebiet des Sektors aus notsignalisiert. Anscheinend haben Sie irgendeine Art Notfall. Motorschaden. Erlaubnis zur Untersuchung. Der Mars baut keine Unfälle, Kadett. Erlaubnis erteilt. Gehen Sie vorsichtig vor. Endlich etwas Action. Setzen wir unsere Wartungsfähigkeiten endlich einmal richtig ein. Leerer Raum. Wie funktioniert dieser Langstreckenscan nochmal? So funktioniert er. Na, ja, jetzt bin ich auch wieder raus. Keine Sorge, Bürger, die Kavallerie ist da.
Okay, da ist scheinbar ein Sicherheitscontainer. Ah, irgendwas schießt da. Machete. Wrack. Dieser Wrack. Ist jetzt schon zack. Ja, tatsächlich. Xenon, Formation brechen. M. Ja. Im Ernst? Was zum... Seit wann senden Xenon gefälschte Notsignale? Ich habe gar keine Schilde mehr. Nelly, Analyse. Einstufung, Hightech-Händler, Crew, verstorben, Fracht, als geheim eingestuft. Rekonstruiere Ereignisse. Verarbeitung läuft. Erlaubnis verweigert. Untersuchung beendet. Das reicht jetzt. Unsere Spezialisten übernehmen ab hier. Und Sie, Kadetten, werden von mir hören. Schon bald wegtreten. Haben wir irgendein Protokoll gebrochen? Ich sehe keinerlei Verweise in meinem Profil. Lasst uns etwas anderes zu tun finden, bis das Missionskommando zurückkommt, um uns heimzusuchen. Ich bleibe bei Ihnen. Wo sind wir denn? Da sind wir. Haben wir hier... Nö, da ist keine Station. Dann suchen wir mal nach Jobs, denke ich mal. Stationen. Ich könnte natürlich auch den Sicherheitscontainer suchen, aber... Boah. Macht nicht so viel Spaß. Sprungtor. Unbekannte Station. Also, fassen wir mal zusammen. Jemand oder etwas hat dieses Handelsschiff nach als streng geheim eingestuften Hightech-Waren durchsucht. Sie kannten die Handelsroute in den Außenbereichen unseres Stützpunktsektors und beschädigten nahegelegene Satelliten, um das Notsignal auf Grund laufen zu lassen. Und noch dazu werden Xenon-Aufklärer noch Tage nach dem Vorfall von den Trümmern angezogen. Da braut sich was zusammen. Also auf Anhieb ist jetzt nichts zu sehen, aber man kann ja trotzdem zusätzlich nochmal gucken, ob es zum Beispiel irgendwelche Datenlecks gibt. Wird da schon was angezeigt. Nur die Frage, wo? Aber ich nicht da. Okay, das ist aber... Ja, okay. Das bringt jetzt nicht so viel. Wird wahrscheinlich bloß wieder eine Vergünstigung sein oder irgendwie sowas. Positionsänderung. Okay. Das können aber auch Missionen sein, die man damit findet. Na, guck mal. Undock-Erlaubnis erteilt. Jetzt will ich hier gar nicht. Andocken abgebrochen. Wartungsschiff. Kurzstreckentransporter. Den will ich. Undock-Erlaubnis erteilt. Andocken abgebrochen. Naja, das zum Beispiel. Ich habe etwas Arbeit, die erledigt werden muss. Ich gehe mit dieser Transmission ein großes... Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Theoretisch ja, aber was ist denn das? Reparaturterminal hacken, okay. Wir brauchen ein Sicherheitsentschlüsselungssystem. Das ist kriminell, das heißt, man müsste gucken, man wird zwischendurch mal kriminell, also verbotene Fracht an Bord haben.
wie schlecht, wenn eine Stationssicherheit auf uns zukommt, die Polizei auf uns zukommt, und das Schiff dann scannt. Nehmen Sie es erstmal an. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Und dann gucken wir mal, ob es überhaupt... Danke für Ihre Hilfe. ...überhaupt annehmen. Ob wir es überhaupt machen. Also angenommen habe ich ja schon. Es sieht aus, als stünden wir immer noch in der Gunst vom Missionskommando. Sie haben uns gerade eine Nachricht mit einem Grenzauftrag geschickt. Okay, das mache ich ja schon. Verteidiger des Sonnensystems. Aber das machen wir nicht jetzt. Ich dachte mir, Sie beiden würden diese Gelegenheit lieben. Enttäuschen Sie mich nicht. Ma'am, verstanden. Ja, den machen wir auch mal eben. Wenn wir den finden. Ja, ja. Da. Mal, was es hier sonst noch so gibt. Ob es hier etwas gibt. Terranisches Raumdock. Andock erlaubt. Können wir auf jeden Fall mal andocken. Und das Schiff schon mal reparieren. Danke. Hier wird es ja gleich zu einer Kampfmission kommen. So, und dann werde ich mir auch irgendwann mal einen Landecomputer besorgen. Damit ich das nicht mehr selber machen muss. Erfolgreich angedockt. So, reparieren. Wir sind erfreut, sehr günstig. Sie an Bord zu begrüßen. Okay. Ja, bitte Erlaubnis zum Andocken. Ist da irgendwas? Wird man da schon mal handeln kann? Ich glaube nicht, ne? Jetzt ist Lithiumkarbid. Total lächerlich. Kostet 1357 Credits zum Einkaufen. Man kriegt ganze 1371 am Wiederverkauf. Und gut, die Stationen sind jetzt natürlich auch sehr nah beieinander. Also, ja. Liegt da natürlich sowieso nicht so viel. Mal an, auch hier das Metallmikrogitter. Ein Credit Gewinn je gekauften bzw. verkauften Medikamente, 3 Credits Gewinn je Stück. Das ist alles zu wenig, Leute, alles zu wenig. Was haben wir hier denn noch? Missionen. Beziehungsweise nicht Missionen, sondern Stationen erstmal. Keine Ahnung.
wir machen jetzt doch erstmal Autopilot eingeschaltet. Erstmal die Mission. Ein wenig Action. Und dann ist die Frage, wie machen wir dann Geld? Also Missionen bringen schon relativ viel. Sehr, sehr cool sind die Escort-Missionen. Die bringen an sich schon mal ein bisschen was und ja, jeder Feind, den man währenddessen quasi killt, zerstört, wie auch immer, bringt nochmal extra Credits. Was mich gerade wundert ist. Achso, das ist das terranische Raumdock. Ich wollte gerade sagen, warum ist mein Frachtraum voll? Es ist ja gar nicht so. Ja, aber genau, wie macht man dann ansonsten noch Geld? Man kann natürlich überhandeln, beziehungsweise vielleicht... Ja, beim Handeln habe ich jetzt so an sich noch nicht so die positiven Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt quasi noch einen zweiten Spielstand, wo ich mal ein bisschen was ausgetestet habe. Was am Anfang relativ einfach war, war auf jeden Fall zu schürfen. Also ja, entweder selber zu schürfen, aber ich habe andere Piloten quasi für mich schürfen lassen. Die verkaufen dann... Wenn möglich, direkt vor Ort. Terranische Sicherheit an Teladi-Schiff. Die nähern sich terranischem Sperrgebiet. Bitte ändern Sie Ihren Kurs. Teladi-Handelsschiff, lukrative Investition an terranische Patrouille. Wir suchen nach Möglichkeiten, Profit auf Gegenseitigkeit zu erzielen. Wir sind nicht interessiert. Wir bestehen darauf, dass Sie Ihren Kurs ändern. Aber wir können sicherlich gegenseitigen Nutzen daraus ziehen, wenn... Negativ, wir verlangen, dass Sie den Kurs sofort ändern. Vielleicht können wir Sie überzeugen mit wertvollen Informationen über... Wir befehlen Ihnen, Ihren Kurs sofort zu ändern, oder wir werden Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit dieses Systems ergreifen müssen. Okay. Kurswechsel. Der nicht realisierte Profit aus diesem unglücklichen Verlust von Gelegenheiten wird zu gleichen Teilen zwischen uns aufgeteilt. Ja, kurze, nichts bedeutende Zwischensequenz. Was ist denn überhaupt der Teladi? Sind wir das Terraner? Na da. Da war er. Diese lilanen Hexagone hier, die bedeuten, dass man hier Ressourcen farmen kann. Und lila bedeutet sowohl Mineralien, also Feststoffe, als auch Gase zum Beispiel. Das kann man unter anderem auch hier in der Legende sehen, ne? Also wäre das jetzt hier rot, wäre es eben nur Mineralien. Blau wäre nur Gase und lila ist eben ja auch die... also beides gleichzeitig in einem Gebiet. Dafür ist aber jeweils die Ausbeute gegebenenfalls nicht so... So stark, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Ja, aber man bekommt halt alles dort vor Ort. Und der Autopilot ist auch schon aus, ich weiß gar nicht warum. Autopilot, PE. Autopilot, ausgeschaltet. Gut. So, sagen wir mal Hallo. Das ist also diese Geschichte über die Miliz der Sonnensystemgeborenen, die überall in den Nachrichten war. Manche sagen, es liegt an der erhöhten Xenon-Aktivität. Andere sagen, es sei eine Art PR-Gag oder sogar ein politisches Machtspiel gegen das Interventionskorps. Naja, ich bin keiner, der sich beklagt. Dieses Mal jedenfalls nicht. Was auch immer uns beim Oberkommando beliebt macht.
Bekannter krimineller Identität. Milizstaffel und fremde Hilfskräfte. Lassen Sie mich hiermit diejenigen von Ihnen, die nicht das Glück hatten, auf terranischem Boden geboren zu werden, offiziell in den Reihen der ersten und letzten Verteidiger des Tor-Netzwerks zu begrüßen. Und für die, die Sonnensystemgeborene oder sogar Erdgeborene sind, ja, die Terraner-Stationen sind schon irgendwie schick. Und die Verteidigung unseres Heiligtums an erste Stelle zu setzen, ist ein Zeichen der Vorsehung und von wahrem Mut. Indem Sie hierher gekommen sind, haben Sie die Erde bereits stolz gemacht. Captain, Sie sind dran. Verbindlichsten Dank. Hier ist Captain Novak Lee vom militärischen Versorgungstransport Silverback. Ein weiteres Willkommen von mir und meiner Besatzung. Und ich bin froh zu sehen, dass die Miliz ihre Versprechen hält. An alle Staffeln, auf den Start vorbereiten. Danke für Ihre Hilfe. Wieder ganze 500 Credits eingesammelt. Na gut, für einen Schuss ist es schon okay. Okinawa. Andocken abgebrochen. So, was ist denn die Aufgabe? Diskutieren wir jetzt aber erstmal. Bei den großen Schiffen ab Größe L ist das, glaube ich, wenn man da eben nah genug dran ist, dann gleicht man sozusagen automatisch die Geschwindigkeit an. Braucht man gar nicht großartig was machen, ne? Deswegen. Egal in welche Richtung, auch seitwärts sozusagen. Ich fliege jetzt einfach die ganze Zeit mit. Und jetzt gucken wir mal, wie lange wir noch mitfliegen und ob da dann vielleicht auch mal Gegner kommen. Ich glaube, wir fliegen dort gleich durch. Sektor. Kukri, Gladius, Kukri, Gladius. Sprungtor, unbekannter Sektor. Ja, gleich ist der Sektor nicht mehr unbekannt. Das war echt weit davon. Ne? So weit, weit weg davon befinden. Aber jetzt geben wir Gas. Hier spricht Ihr Captain. Wir nähern uns dem Erdtor. Bitte achten Sie auf Widerstand. Mein Gott, dauert das jetzt. Mehr kennen wir auch nicht von der Galaxie gerade. Interessant. Oder eigentlich normal. Xenon auf schnellem Anflug. Das ist einfach abgehauen. Beschäftigen Sie sie, während wir Gegenmaßnahmen vorbereiten. Darauf habe ich gewartet. Zeit für einen richtigen Kampf. Sie haben es schon gewollt.
M. Na? Wir sind jetzt so weit weg. Schießt mich einfach der Sack. Ich wusste auch noch gut. Oh, das ist noch nicht der einzige. Ein bisschen was einzusammeln. Irgendwo gibt es noch mehr. So weit weg. Warum? Hier spricht Ihr Captain. Im Namen der Besatzung des Silverback möchte ich Ihnen für Ihre fortgesetzte Unterstützung während dieser turbulenten Episoden. Was ich leider überhaupt nicht weiß, das wir ist, sollten die letzte Etappe unserer Route ohne weitere Unterbrechungen bewältigen können. Wo ich Schwarzmarkthändler finde. Kinderleicht. Mal sehen, was das Missionskommando als nächstes für uns bereithält. Karte bin ich mir tatsächlich auch immer unsicher, wenn ich das so sehe auf der Map. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich runterfliegen muss oder hochfliegen muss, um die restlichen Kisten einzusammeln. Ich denke runter. Ja. Ach komm. Habe ich alle, ja. So, näher dich Außenposten der Miliz. Autopilot eingeschaltet. Hoffe mal, dass das jetzt keine Polizei ist. Man kann das jetzt natürlich auch wieder auswerfen, alles was illegal ist. Ich sehe hier gerade gar nichts. Das ist bei den Menschen, also bei den Terranern, nicht illegal. Normalerweise würde es angezeigt werden, wenn jetzt hier was wäre. Okinawa. Oh, was haben wir hier? Oh, das ist ein Signal für Gegner. Ausgeschaltet. Na, sieh sich mal einer diese Station an. Wir hissen wirklich unsere Flagge, nicht wahr? Ich frag mich, was der Rest des Netzwerks dazu zu sagen hat. Wie auch immer, nach dem Protokoll schätze ich, der nächste logische Schritt ist... Oder kommt er nicht? Minen.
War ja klar. Kein militärischer Außenposten ohne Minenfeld. Ich hoffe nur, Sie geben uns die mit ordentlicher Freund-Feind-Erkennung. Ich sehe schon. Sie werfen immer noch dieselben alten Mehrzweckschließboxen aus, in der Hoffnung, dass man sie schließlich aufsammelt. Es ist ein Wunder, dass sie nicht abgedriftet sind. Gehijackt von Newtons rachsüchtigem Geist. Versuchen Sie, sie mit Ihrem Langstreckenscan zu finden. Das machen wir gleich. Und runter. Ich will erstmal gucken, ob ich schon alle Materialien zusammen habe. Erfolgreich angedockt. Das ist immer für die Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Sabotagemission. Ob ich dafür schon alles zusammen habe. Da gehe ich mal eben in den Händlerbereich. Danke. Hier. Hallo, kann ich helfen? Aber nicht bei dir. Viel Glück da draußen. Ja. Das war jetzt Quatsch. Ich wollte natürlich hier hin. So, was brauchte ich? Weiß ich gar nicht. Nichts davon, oder? Sicherheitsentschlüsselungssystem. Das kann ich hier gar nicht selber bauen. Na gut. Der Ausflug war umsonst. Nur zurück auf die Kukri. Kukri. So, ich glaube, bevor ich das weitermache, da würde ich einmal ganz kurz das Schiff reparieren. Autopilot eingeschaltet. Da das jetzt natürlich nur doofes Hintergeflüge ist, würde ich sagen, bei euch skippe ich das einmal kurz. So, ich habe jetzt mal nur bis zum Raumdock quasi geskippt, weil es gibt da so eine Sache. Hier im Sektor sind tatsächlich hier die Prozessoren und die Raumfliegeneier. Autopilot ausgeschaltet. Illegal. Undock-Erlaubnis erteilt. Das heißt, die werde ich hier mal eben verkaufen gehen. Und ich habe unterwegs eine Mission entdeckt. Also hier sind auch welche, aber das sind welche Sahnehalsmissionen. Finde ich jetzt nicht ganz so spannend. Müsste ich tatsächlich teilweise auch mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Beispielsweise, wenn man irgendwelche Crewmitglieder für jemanden besorgt. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Also ich weiß, wie ich sie für mich selber besorge, aber für jemand anderes, keine Ahnung, ob man sie dann direkt einfach über ein Handelsmenü abgeben kann oder ob man einfach nur landen muss, irgendwo was abgeben muss. Erfolgreich angedockt. Mein Plan. Aber das können wir uns jetzt gleich mal angucken. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Erstmal, genau, ich wollte das hier machen. Das war ja der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier geflogen bin. Dann haben wir das Schiff reparieren. Dann möchte ich mal aufstehen. So. Und genau, wollte ich ja wieder zum Händlerbereich. Man sieht schon unten links eine ganz billige Mission. Hallo, ist einfach einen Satelliten irgendwo aufstellen. Bitte sehr.
Die hätte ich gern verkauft. Ach du meine Güte, und die anderen Dinger werde ich gar nicht los, was? Das ist ja... Viel Glück da draußen. Ärgerlich. Meine Mission von hier anzunehmen. Vielleicht ist da ja wieder was mit, genau da, ne? Piloten gesucht. Mit einem Stern Moral, einem Stern Pilot. Das ist Techniker gesucht, aber der. Ah, okay. 2 und 1. Das dürfte ein bisschen schwierig werden. Wenn ich hier so den Betrag sehe, nehme ich mal an. Das ist ja in sich zum Anheuern auch schon viel kostet. Und ich habe gerade mal 46.000 Credits. Das könnte selbst bei dem hier schon eng werden. Keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Zwei Piloten. Oh mein Gott. Und stand doch gerade eben jemand. Dann gehen wir mal auf die Suche. Da könnte jemand drin stehen. Das war nicht. Da sitzt nur jemand. Da ist jemand. Das ist aber wahrscheinlich kein Pilot. Nein. Aber was würde der zum Beispiel kosten? Oh. Viel Glück da draußen. Sehr wenig. Wir machen kurz in der Technikabteilung. Die dürfte teuer sein. Hallo auch. Das wäre jetzt das mit dem Ingenieurswesen, ne? Die, guck mal, die kostet 654.000. Viel Glück da draußen. Ein Fertigungshangar geben. Ach, das ist ja hier. Schiffshändler. Und die wird wieder zu teuer Guten sein. Guten Tag. Viel Glück da draußen. Schon sehr gutes. Hallo. Hallo. Das ist nämlich eigentlich der nächstbessere. Das, den habe ich. Der wäre natürlich noch cooler, aber das Ding kostet ja schon mal unausgerüstet 2,6 Millionen. Jetzt lassen wir. Ja, und die sind natürlich sowieso teuer. Schade, dass er nirgends was andocken kann. Bei dem hier, aber das Ding ist dann auch wieder hässlich. Also ich find's hässlich, aber ja, dafür kann man ein kleines Schiff mitnehmen.
Na gut, kann ich mir eh alles momentan nicht leisten. Okay, das Schiff ist nicht zu sehen. Also zu weit weg. Dann werde ich einmal gleich die Mission wechseln. Kukri. War auf das Ding. Autopilot eingeschaltet. Fliegen wir mal dahin. Das ist weg, das ist im selben Sektor, in der Regel ja, ne? So billig. Schlichten sie dir normalerweise. Nee. Selbst dafür müssen wir darüber. Na gut. Ja, das ist ja nicht das schnellste Schiff, wie man sieht. Werde ich einfach mal für euch skippen. So, wir sind direkt angekommen. Ich war gleich hier, wenn man aus dem Tor rausspringt. Die Aufgabe ist ganz simpel. Ein Satellit raus und schon hat man 33.000 Credits verdient. Aber man hat ja gerade gesehen, was die Schiffe so kosten. Und daher sind halt auch 33 Credits echt nichts. Autopilot eingeschaltet. Ja. Hokkaido Mineralien. Aber immer noch besser als die 500 Credits pro abgeschossenem Kriminellen. Na gut. Dann fliege ich mal wieder zurück zur Hauptmission und dann sagen sehen wir uns da wieder. So, wir sind zurück. Verteidigbarer Raum. Autopilot ausgeschaltet. Wenn wir mal. Er wollte ja, dass ich einmal scanne. Für uns nicht, ne? Man sieht sie ja schon direkt. Sicherheitscontainer. Genau. Sind es aber Sicherheitscontainer? Das ist immer so blöd. Das muss man halt vorsichtig öffnen. Wir können ja eigentlich mal mit dem hier anfangen. Gepanzert, das ist schlau. Das sind in der Tat Freund-Feind-Minen. Wenn Sie genug davon gesammelt haben, sollten wir weiter zur Bereitstellungszone. Muss ich mich jetzt hier nochmal drehen, oder? Nicht getroffen. Welche? Moreia. Sind die ja echt am Kämpfen? Wirklich. Das hat sich erledigt und der ist mir zu weit weg. Genügend Minen? Sieht so aus, aber es gibt doch noch mehr Container. Sicherheitscontainer. Da zum Beispiel. Ich würde noch mal ein bisschen was mitnehmen hier. Sicherheitscontainer. Hm?
Unkrautvernichter. Sicherheitscontainer. Ups. Habe ich das mit dem Container selber getroffen? So, und ich glaube, das war's. Leerer Raum. Jetzt gehen wir mal dahin und lassen die raus. Ziehen die Minen einfach scheint mal etwas bisschen. Gefährlich, sie so nah am Außenposten zu platzieren. Aber was wissen wir schon? Die müssen da sein. Mal sehen, wie unsere Mitverteidiger ihren Teil des Auftrags erledigt haben. Oh Mann! Da unten gibt's eine Kiste. Wie auch immer. Da oben auch. Unsere Aufgabenliste ist damit fast erledigt. Nur noch eine Standardpatrouille übrig. Die sind einfach. Man umkreist die Station ein paar Minuten lang und sagt ihnen, dass alles in Ordnung ist. Verschlüsselte Verbindung hergestellt. Was ist los, Nelly? In der Tat, was ist los, Kadett? Da scheint eine Navigationsbarke in verdächtiger Nähe zu unserem Außenposten zu sein. Eine Navigationsbarke ohne erkennbaren Eigentümer und Zweck. Untersuchen Sie das. Aber bewahren Sie Stillschweigen darüber. Jetzt gucke ich einmal ganz kurz nach dem Container, der hier irgendwo sein soll. Oh ne, nicht oben, sondern unten. Moreia. Eigentlich eine Mine. Ja gut. Ist auch egal. Navigationsbarke. Was das hier ist? Noch nie von dem Typen gehört. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass da zuerst eine Art Signal war. Ich fürchte, wir müssen Ihre geheime Mission verschieben. Unsere Scanner haben ein sich näherndes Xenon-Schiff aufgefangen. Satteln Sie und schließen Sie sich der Verteidigung an. Mal gucken, es scheint hier auch ein Datenleck zu geben. Sonne, was könnte wichtiger sein als das? Da raus damit. Ach, das ist doch Quatsch. Das war eine schlechte Idee. Die werden schon mehr Schaden austeilen müssen, um uns ernsthaft etwas anzuhaben. QM. Thank you.
hier illegale Güter. Aber da scheint es einen Tumult zu geben. Das ist unerhört! Die Republik wird das nicht dulden! Zurücktreten, Bürger! Dieser Sektor ist entscheidend für die Verteidigung des Sonnensystems und des gesamten Tor-Netzwerks. Mit der Zeit wird die Republik Antigone sicherlich die Vorteile unseres Schutzes erkennen. Unsinn! Das ist eine militärische Besetzung von neutralem Boden! Beschädigen Sie mein Schiff! Verletzen Sie meine Crew und jeder wird Sie als die Unterdrücker sehen, die Sie wirklich sind. Chikisho, dieser tollpatschige Trottel ist dabei, direkt in unser Minenfeld zu walzen. Irgendwelche Staffeln in der Nähe? Ja, machen wir das mal eben. Das ist eine Erleichterung. Schnell, verlangsamen Sie das Schiff, ohne seine Besatzung zu verletzen. Wir können nicht so bald einen weiteren diplomatischen Zusammenbruch gebrauchen. Und verbinden Sie mich mit dem Chefsekretär, aber pronto. Du hast den Kommandanten gehört. Ich folge dir. Das wird nicht schön. Danke für Ihre Hilfe. Triebwerk. Verstehe. Zerstörung dieser Motoren könnte sich verlangsamen. Wir aber auch das Problem. Ah ja, genau, da waren Waffen von dem. Tyrannischer Abschaum! Klappe! Wir retten euch selbst. Vielleicht nicht trifft. Macht, Staffel. Lassen Sie mich absolut klar sein, falls die Rede dieses Eindringlings Sie erreicht hat. Sie sind keine Unruhestifter, Sie sind Problemlöser. Unsere Nachbarn sehen das vielleicht nicht so, aber das Netzwerk hängt von Leuten wie Ihnen ab. Leuten wie uns, die nicht zögern, das Notwendige zu tun. Ich brauche Sie beide jetzt auf Bereitschaft, während ich dieses diplomatische Chaos regle. Eine solche Situation kann sogar eine harte Nuss wie das Missionskommando knacken. Wenigstens scheinen wir diesmal in ihren Augen gut abgeschnitten zu haben. Und wir haben sogar eine nette Summe für unsere Mühe erhalten. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, ein paar Upgrades für unsere Schiffe zu kaufen. Ich habe mir erlaubt, die nächstgelegene Station für Sie zu markieren. Wenn Sie glauben, dass Sie bereits soweit sind, lassen Sie es mich einfach wissen. Machen wir das doch mal. Natürlich jetzt wieder. Ah, doch gar nicht ganz so weit weg. Dann komm mit. Fordere umgehend Verstärkung an. Kisten auf dem Weg, ja. Ausgeschaltet. Da drüben sind irgendwo Kisten. Warum sehe ich die jetzt wieder nicht? Da kommen sie. Nehmen wir jetzt auch einfach nochmal mit. Autopilot eingeschaltet. Da muss ich mal wieder zusehen, dass mich die Polizei nicht erwischt. Erreiche System. Zoll. Terranische Verteidigungsstation. Baldrick. Unbekanntes Objekt. Odachi. Odachi. Baldrick.
Ja, Upgrades sind schon cool. Ich hätte natürlich lieber noch ein neueres Schiff, aber... Ja, das ist natürlich zu teuer. Außerdem gebe ich dann die ganzen Credits schon aus, die ich brauche, um eventuell weiteren Profit zu machen. Erreiche das ist halt immer Jupiter. So eine Sache, wofür gibt man das Geld aus, ein besseres Schiff. Vereinfacht das natürlich auch so ein bisschen, Missionen anzunehmen. Man ja doch besser gewappnet ist für vieles. Ja, keine Ahnung. Was ich immer machen kann, ich das gerade sehe, müsste mal meinen Namen ändern. Das geht ja so gar nicht. Organisationsname weiß ich nicht. Könnt ihr euch ja vielleicht was aussuchen? Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde tatsächlich dieses Symbol hier nehmen wollen. Könnte auch ein anderes sein, aber das wäre jetzt so angedacht. Der Plan wäre auch so schwarz-rot sozusagen die Schiffe zu machen. Aktuell sind sie ja eher schwarz-metallic, was auch gut aussieht. Genau, ich würde eher auf schwarz-rot wechseln wollen. Vielleicht fällt euch da ja auch ein Name für eine Organisation oder für ein Imperium ein. Mal gucken. Terranis so. Ausrüstungsdock. Da sind wir doch auch schon angekommen. Oh, hier gibt's eine Mission. Das ist sehr gut. Undock-Erlaubnis erteilt. Das ist eine Kampfmission. Erbitte Erlaubnis zum Undocken. Undock-Erlaubnis erteilt. Lasertürme zerstören. Das machen wir einfach mal. Habe ich noch nie gemacht. Ich auf sie zählen kann. Mission. Unterbrochen. Neue Mission. Aktiviert. Und gleichzeitig wollen wir aber das wieder auf aktiv setzen. Und danach gehen wir zu den Lasertürmen. Weil ich möchte erst einmal... Es war schwierig, mit diesen Xenon Schritt zu halten. Mein illegales Zeug loswerden. Motoren, um eine Stufe zu verbessern. Und mit besseren Waffen macht man auch nie was falsch. Vergessen Sie nicht, sich mit aufstellbaren Geräten zu versorgen. Satelliten, Navigationsbarken, Minen, man weiß ja nie. So. Das Aufstellbare nehme ich, glaube ich, noch nicht mit. Erfolgreich angedockt. Als erstes hole ich mir mal das Geld. Guck mal, ob wir da vielleicht. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ein Pilot der Stufe 1 ist. Hallo. Machen Sie es gut. Da hätte ich auch auf die Stats gucken können und sehen können. Nee, nee. Der hätte mal eine ganze Million gekostet. Kann ich hier was bauen? Ja, guck mal an. Ja, jetzt hätte ich die Dinger gebraucht, ne? Also hier kann man die herstellen. Hier eingesammelt. Gut, kann ich helfen? Bitte sehr. Erstmal ist es, glaube ich, noch nichts für mich. Erstmal weg damit. Zumindest Kohle. Auch die Sachen hier unten, das ist natürlich schon cool. Schon ein bisschen was gebracht. Immerhin. Fast 78.000 Credits. Genau, und ich wollte hier, jetzt muss ich hier echt überlegen.
welche sich davon haben wollte. Ich glaube, den hier. Gucken wir erstmal nur einen. Hoffentlich kommt die Kosten nichts. Dann würde ich mal den hier nehmen, den einmal neu lackieren, na, also aktuell, okay, schwarz-grau, schwarz-silber, ist die falsche Farbe. Kann ich helfen? Bitte sehr. Weg damit! Den will ich haben hier. Geht das nicht? Plus minus null geht nicht? Ah! Das ist ein Quatsch. Dann kaufen wir nur 99. Viel Glück da draußen. Genau, das nehmen wir. Ah, ist ja fast das gleiche. So, dann, was machen wir jetzt zuerst? Ich habe die Sachen tatsächlich immer noch dabei, die illegalen. Wo werde ich denn sowas wohl los? Da kann man ja manchmal sagen, wo man einen Schwarzmarkthändler findet. Was bist du für eine? Ja, Moral 1, aber Pilot nicht. Nicht. Kokri. So, dann. Was haben wir denn? 323.000. Wenn wir das aufwerten. Also, ja. Das ist ja ein bisschen lächerlich, ne? Für das Geld. Kostet jetzt schon 143.000. Schulden sind schon recht hoch. Die Waffen. Lande Computer 2. Das macht Sinn. Die anderen Sachen lassen wir erstmal. So, was haben wir denn hier? Raketen haben wir eingesammelt. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Ressourcen, so nehmen wir dafür ein paar mehr mit. Die Mine nehmen wir, glaube ich, auch raus. Und schon sind wir wieder fast pleite. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen, bis es installiert wird. Könnte gegebenenfalls mal dann noch mal länger dauern, wenn beispielsweise nicht alle Waren verfügbar gewesen wären sofort, die man jetzt dafür braucht, also alle Rohstoffe. Beziehungsweise sind jetzt auch eher Produkte. Und es würde einem aber auch vorher angezeigt werden, also nicht so dramatisch. So.
Ich würde aber sagen, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt die eine Stunde leicht überschritten, würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und würde sagen, ja, wenn ihr Lust habt, führen wir das hier gerne weiter fort. Eins der vielen Projekte, die noch weiter fortgeführt werden müssen. Und ja, schreibt mir wie gesagt gerne in die Kommentare, beispielsweise, wenn ihr wisst, wo gibt es den Schwarzmarkthändler, das würde mir sehr weiterhelfen. Oder auch ja, beispielsweise ne, den Namen meines Imperiums oder unseres Imperiums, wie man das benennen könnte. Und ja, für Tipps und Tricks bin ich zu haben. Also schreibt los, was das Zeug hält und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin vielen Dank fürs Zusehen.